Tanzen für den Umweltschutz. Die Tänzer der Gruppe Minuit 12 ahmen mit ihren Körpern und Bewegungen die Natur nach. Wie können wir das Schöne, das uns umgibt, vor der Klimakrise schützen? Pauline hat das Projekt mit auf die Beine gestellt. Der Umweltschutz hat viel mit Sauberkeit von Wasser und Luft zu tun. Das spürt man auch am eigenen Körper. Und unser Tanz setzt sich mit diesem Problem auseinander. Gegründet hat Pauline die Gruppe Minuit 12 2021 mit zwei befreundeten Tänzerinnen. Gemeinsam wollten sie sich mit ihrer Kunst aktiv für den Umweltschutz einsetzen, wie hier auf diesem Pariser Platz. Wir wollen damit zeigen, dass Künstler aktiv was tun können, in vielerlei Hinsicht. Und das wird man heute sehen. Die Ideen für ihre Auftritte holt die Gruppe sich aus verschiedenen Stilen, wie klassischem und zeitgenössischem Tanz oder auch Hip-Hop. Jade, eine der Choreografinnen, erklärt uns, wie sie die Tänze erarbeitet. Manchmal arbeiten wir mit Wissenschaftlern zusammen. Zum Beispiel lassen wir uns erklären, wie Wurzeln in einem sehr trockenen Boden wachsen und überlegen dann, Wellenbewegungen zu machen, eben wie wachsende Wurzeln. Das Ballett, das sie auf diesen Bildern aufführen, heißt Entrelac, Flechtwerk. Die 120 Freiwilligen bilden die Bewegungen der Natur nach, von der Atmung bis hin zur Verbindung alles Lebenden. Es geht um die Verbindung und die Mitteilungen der Pflanzen untereinander, sowie die Solidarität, die man zwischen Menschen aufbauen kann. Und wir beginnen mit etwas sehr Sanftem und enden mit etwas sehr Festlichem, Hochexplosivem, sehr Kollektivem. Ihr Tanz für das Klima wurde mit einem Marsch mit Musik durch die Straßen von Paris fortgesetzt. Unter den Teilnehmern war auch Emma, eine Studentin, die noch aktiver mitkämpfen will. Für mich sind Klimafragen super wichtig. Ich will mich einbringen, will, dass die Jugend bei diesen Bewegungen mitmacht und Verantwortung übernimmt. Das Kollektiv Minuit 12 will sein Engagement fortsetzen. Auf der Straße geht die Tanz weiter. Für das Klima, für eine bessere Zukunft.